Hallo und herzlich willkommen zu der Legacy Challenge mit Sims 4 und Familie Traumtänzer. Ich habe gerade ein Update gemacht und ich habe irgendwas über Spülmaschine gelesen. Jetzt gucke ich mal. Spülmaschine, juhu, in großen Geräten. die kostet mir 600. Okay, ich habe nicht genug Kohle. Na, toll. Gibt es die nur in der einen Farbe dann auch? Tja. Ich weiß auch gar nicht, ob das einzige Update letztendlich war. Ob die Spülmaschine das einzige war, was es bei diesem Update gab. Könnte sein. Ich weiß es, wie gesagt, nicht ganz genau. So, wir gehen mal mit unserem Tristan nochmal eine nachdenkliche Dusche. Nee, mit Vanessa. Ich war auf dem Falschen. Aber gut, Vanessa, dann geh du. Und danach kannst du auch irgendetwas essen, ein Gericht. So, meine Katze kommt jetzt gerade wieder hochgesprungen. Moment, ich muss mal, hier ein bisschen aufräumen, dass sie Platz hat. Aber die setzt sich einfach mal ganz gerne hier zu mir. Und dann räume ich hier ein bisschen auf und dann kann sie sich hinlegen. So, was wollte ich gerade machen? sie geht schon selbst essen. Ja, ich wollte mal gucken, was unser Tristan macht. Okay, es geht eigentlich. Das Einzige ist Blase. Mach mal ruhig weiter mit deinem Spiel. So, meine Traudel. Mit ihr würde ich gerne noch auch eine Arbeit suchen. Das habe ich ja nur mit Patapia gemacht. Job suchen. Oberschule besuchen. Oh nein, stimmt ja. Tabea, warum kommt das bei dir nicht mit der Oberschule? Ich weiß es nicht. Und du gehst in die Schule. Steffi ist schon ganz alleine gegangen. Warum auch immer es bei Tabea überhaupt gar nicht angezeigt wird. Naja, wir lassen sie einfach mal heute schlafen. lassen wir sie einfach mal schlafen. Wir haben 615 da. Das heißt, jetzt kann ich die Spülmaschine noch kaufen. Spülmaschine in große Geräte. Und wir haben doch noch verschiedene Farben, aber kein Grün. Wenn du so was Doofes. Jetzt bin ich mal gespannt. Moment. Was könnte denn da jetzt denn dazu passen? Irgendwie nicht wirklich was, muss ich gestehen. Das ist jetzt doof. Weiß. Weiß? Ja, man macht sie wieder unten rein, wie gehabt. Ich mache sie hier daneben. So, ja, das ist ja mal cool. Was mache ich jetzt damit? Kein Geschirr zum Spülen. Okay. Das haben wir gleich. Denke ich mal. So, ich spule mal ein bisschen vor. Komm schon, iss mal ein bisschen schneller, Vanessa. Hier, das haben wir bald. So, und jetzt kann ich das machen, eigentlich aufräumen oder ich sage hier, Spülmaschine beladen. Juhu, die Spülmaschine. Und Vanessa geht vor zur Spülmaschine und... Juhu! Na, das ist doch großartig. Und ja, wir gehen mit Tristan mit zur Arbeit. Wir haben es gerade noch geschafft. Bevor Tristan nun zur Arbeit muss. Tja, ja, das machen wir jetzt, ne? Ist das nicht toll? Das ist echt großartig. Dass es jetzt eine Spülmaschine gibt. So, wir gehen mal wieder zur Arbeit und 10 Minuten an Rakete arbeiten. Na, das machen wir doch gleich. Wir setzen mal den Bau fort an der Rakete. Und danach müsste ich mir dringend wahrscheinlich auf Toilette schon wieder. 3 Sims einfrieren. So, heute ist auch wieder ein bisschen weniger los. Keine Touristen mehr da. Ich habe keine Ahnung, ob wirklich davon irgendwas Aliens waren. Mag sein. So, das habe ich geschafft. Gut, dann gehe ich mal dringend auf Toilette. Kollegen per Gedankenkontrolle dazu bringen, sich umzuziehen. Schon wieder mal. 3 Stück. 3 soll ich einfrieren und 3 soll ich dann
Naja. Moment. Maurice, Froststrahl, nein. Ich mache mit dir eine Gedankenkontrolle. Du solltest mal die Sportkleidung anziehen. So. Dum, 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 dum. Mann, die Zeit vergeht aber auch auf dem Klo. Ja. Na, na, na. Einmal hatte ich es geschafft. So, und dann gibt es den Froststrahl hinterher. Maurice Froststrahl. Maurice. So, Gedankenkontrolle einmal mit dir. Ich möchte, dass du dich umziehst. Ausgehkleidung. Echt jetzt? Nee, oder? Ich habe mich nicht in die Ecke gebracht. Nee, komm. Ich kann doch nicht hier rausgehen. Tristan. Danke. So. Gedankenkontrolle. Ausgekleidung. Ich, zugegeben, er steht ein bisschen ungünstig da, aber es geht schon. Ah. So, lass mal. Wer ist das? Christian Steffens, okay? Bambufa. Ja, ja. So, und Froststrahl. Das sind deine Ausgehklamotten. Und? Magst du sie? Nein, nein. So, das gleiche machen wir mit Christian Völl. Einmal Gedankenkontrolle aus. Wir machen mal Nachtwäsche. Ich möchte mal gucken, was für eine schicke Nachtwäsche du trägst. Oh, irgendwie. Ich bin ganz schön gemein, oder? Oh, na, na, na. Juhu, geschafft. Und Froststrahl in der Nachtwäsche. Naja. Ja, so ist das, ne? Probe analysieren. DNA von Tabea. Die hatten wir doch irgendwie. Großen Parfumserum. Mal gucken, was damit passiert. Ich habe keine Ahnung. Ja, ist das auch Logik eigentlich? Schauen wir mal. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert. Jetzt müsstest du deine eigene DNA ja finden. Tristan hat bemerkt, dass er alle Merkmale von Tabea Traumtänzer kennt. Ist das jetzt gut? So, die Schwebelampe muss ich noch erfinden. Was wäre denn jetzt hier noch drin gestanden? Wir brauchen zwei Metalle, zwei Kristalle und zwei beliebige Elemente. Um einen Elektroflux-Wurmloch-Generator. Okay. Geh erstmal hier hin, die Schwebelampe. Jetzt gucke ich mal kurz in sein Inventar. Habe ich da irgendwas gerade? Nee, Gesundheitstrank, das war nicht so. Alter, oh. Synthetiknahrung, nee. Also da müssen wir erstmal wieder Rosenparfüm-Serum machen. So, das heißt, wir müssten hier rüber synthetisieren. Rosenparfüm. Haben wir den Geisterglibber jetzt schon gemacht? Okay, ich glaube noch nicht. Das machen wir dann danach direkt. So. So, die Schwebelampe. Jetzt muss ich mal echt gucken. Komm, die nehmen wir auch mal mit ins Inventar. Und dann verkaufen wir die für 150. Ja, die haben wir ja doch schon hier stehen. Und zu Hause haben wir sie auch schon. Oh, ich bin hier eigentlich durch, ne? Ich könnte eigentlich jetzt machen, was mir Spaß macht hier. So, Tom hat eine 2 bekommen. Ganz toll. Macht nichts. Ich behebe das Rosen... Parfum-Dingsbums auch gerne bei mir. So, einmal. Einstecken bitte, ja? Dann machst du dieses Glibberzeugs. Gucken. Auch Steffi gehört zu den zwei Schülern.
Jetzt gucke ich mal ganz kurz noch. Hier steht, ja, ungetestet. Okay. So, tschakka, tschakka, noch ein bisschen. So, Traudel gehört auch zu den Zweierschülern. So, ich gucke noch mal ganz kurz auch hier. Moment, wo ist denn das da? So, nee, wo habe ich das denn jetzt eingesteckt? Da. Geisterkleber. Ist noch ungetestet. Ich lasse es jetzt erstmal auch drin. Wir können das ja noch belassen. So, jetzt gehe ich nochmal zu meinen Kollegen. Meine ich das nur oder sieht er aus wie wie ein Alien? Beauftragen? Nee. Warte mal, ich hätte gerne von dir ein Metall oder sowas. Krieg ich denn das her? Nicht von ihm. Okay. Ach doch, Moment, da war was. Da war was. Da war doch was. Um Metall bitten. Oh, wer ruft denn da an? Wuchs a Thorf? Snoop! Personal! Ich hab irgendwas gekriegt, oder? Ja. Dann bräuchte ich bitte noch ein Kristall. Das wäre auch noch super lieb von dir. Ich mache auch einmal kennenlernen. So, dann. Da war wieder das Umkristall bitten. Habe ich gerade gelesen. Ich bin zu schnell. So. Lieb die Natur. Ja, so siehst du auch aus. Was jetzt nicht negativ sein soll. Aber du siehst ein bisschen naturgemäß aus. Was war denn das andere nochmal? Warte. Element. Wie kriege ich denn Elemente? Indem ich sie... Ja. Aber habe ich da jetzt... Warte mal. Ich habe ein Kristall, aber kein Metall. Ich habe doch gerade ein Metall von ihm auch noch gekriegt, oder nicht? Beliebiges, gewöhnliches. Ungewöhnliches, das auch noch. Och, meino. Beliebiges, gewöhnlich, ungewöhnliches. Ach, du Schande. Na, dann darf ich hier mal ein bisschen suchen gehen, oder was? So, oh mein Gott, unsere Schicht ist beendet. Wir haben 1194 Simoleons verdient. Na, das ist doch immerhin. Und ein Urlaubstag. Auch noch drauf. Das ist ja nicht schlecht, oder? Das geht doch, finde ich. Ja, das meine ich mal. So, wir gehen mal zurück. So, hallo, meine liebe Maid. Ich quatsche mit dir und ich hätte gerne eigentlich mal ein bisschen wieder mal DNA-Probe von dir. Das ist doch mal ganz gut. Baby machen? Nee, jetzt nicht. Küssen, aber... Und über Aliens theoretisieren. Und lustige Geschichte. Ja, ich muss mal meinen grünen Balken hier mit ihr mal ein bisschen wieder dratschen. Techtelmechtel im Whirlpool. Ach, komm. So, dann schaue ich doch mal, was die anderen so machen. Traudel. Hab ich mit ihr nicht... Wollte ich nicht mit ihr noch einen Job suchen gehen? Ja, ich wollte. Und ich wollte mit ihr Fitnesstraining machen. Definitiv. Spaß. Das machen wir nämlich danach. Hier, Schläge üben. So. Unser lieber Tom. So. Handarbeiterin. Hatten wir das vorhin auch schon? Also davor jetzt auch schon gehabt. Barista habe ich mit der anderen Handarbeiterin. Ja, warum eigentlich nicht? Es ist nur am Wochenende von 7 bis 12. Ja. Samstag 7 Uhr. So, also Mentalfähigkeit. Das heißt, ich spiele hier mal. Wie sieht's mit dir aus? Sozialfähigkeit erreichen. Eine Freundschaft fürs Leben. Moment, stopp, halt da. Da ist jemand, Stopp, 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 halt. Wer ist das? Das ist Marie Peters. Freundlich vorstellen.
Komm schon, bleib stehen. Was war das denn, was die da gesagt hat? Wer ist das denn? Eieiei. Kenn ich auch nicht. So, wo ist sie denn? Da ist sie ja. So. Kennenlernen. Über Interessen reden. Über Schule reden. Dies Ehrgeiz. Comicfigur zitieren. Über Interessen reden. Super. Lustig einen rumblödeln. Und bitten die Dings zu. Über Lieblingstier reden. Grimassen schneiden. Sie sind Erwachsene, ja. Ich wollte noch mal ganz kurz gucken, weil sie ein bisschen graue Haare hier oben hat. Unfug, lustig. Jemanden parodieren. So. Dann, ja, lasse ich euch zweimal hier. Was macht ein Tabea? Genau, Tabea. Drei Bücher zu Ende lesen. Level 3 der Logikfähigkeit. Dann würde ich sagen, solltest du lieber ein Buch lesen, was? Bücher aufräumen und danach lesen. Angeln. Nee, was habe ich denn jetzt? Zwei Fliegen mit einer Klappe? Könnte ich das Logikband lesen? Halt! Das wollte ich nicht. Lesen. So, nochmal jetzt. Logikband 1. Na, wie schaut's bei dir aus? Warum habe ich das jetzt bei ihr? Bin ich jetzt... Moment. Ich bin irgendwie hier mit euch beiden nicht eins geworden. Nicht du. Du gehst mal trainieren. Trainieren, an die Grenzen gehen. Und sie liest das hier. Mann. Ach so. Moment. Weglegen. Logik. Das da. So. Komisch. Was machen die beiden eigentlich? Ah, ihr seid im Whirlpool. Hey, meine kleine Mann. Neid, Hände und überhaupt. So. Ja, also mein lieber Tristan. Was ist mit dir? Du hast Hunger. Okay. Dann werde ich mal... Wie gut versteht ihr euch jetzt? Naja. Öffnen. Und dann nimmt sich mal ein Stück. Und ja, warte mal, Vanessa. Verdorbenes Essen. Aussortieren. Habe ich das jetzt angeklickt? Und danach. Tja. Dann. Das da. So. So, sie macht alles weiter. Ja, ja. Also du darfst jetzt ein bisschen trainieren. Also ich möchte dich auch so ähnlich schlank sehen wie deine Mutter. Das möchte ich gerne haben, bitte. So, die Steffi. Oh, die ist jetzt mal gerade fix ins Bett gegangen. Aber ich könnte dir auch sagen, geh jetzt nochmal auf Toilette. Und danach ins Bett. Der Tom, der schläft. Ich bin irgendwie etwas verwirrt. Ich habe zwei Teenies und zwei Kinder. Ich suche die ganze Zeit hier die Kinder. Oh, er schleppt. Wo schleppst du denn hin, Tristan? So, unsere Traudel, die ist echt fit. Also, ne? Okay, dann jetzt lasse ich dich mal in Ruhe dampfen, die Dusche. Dann darfst du auf die Toilette gehen. Und Spaßlevel erhöhen. Warte mal. Du bist ja Comedy und so. Wo habe ich denn das? Da habe ich das. Witze erzählen. Mal gucken, ob sie selbst das lustig findet. So, ich gucke nochmal bei Tabea. Logikfähigkeit habe ich, aber ich habe das Buch nicht zu Ende gelesen. Woher weiß ich denn das? Neue Bücher. Okay, aber woher weiß ich denn, welches Buch ich gerade lese und was ich zu Ende lese? Oh, hallo.
Hm. Naja, gut. Dann schicke ich mal auch sie zum Trainieren. Und da hinten ist was kaputt. Das könntest du mal wieder reparieren, Vanessa. Reparieren. Verwenden und aufwischen. Die Pinnwand ist voll. Ja, okay, dann löschen wir... Ups, da wollte ich nicht hin. Dann löschen wir die Pinnwand mal wieder. Yep. Ja, sie hat die Comedy-Fähigkeit erworben und versucht jetzt hier irgendwelche Witze zu erzählen, aber es geht wirklich an hier hoch. So, aber ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde von der Legacy Challenge und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ja, der Tristan, der wird hoffentlich jetzt bald seine Logikfähigkeit auch erhalten und dann ist er Nerdhirn. Was mache ich damit eben? Mal gucken. Ich schau mal. So, tschüss und goodbye. Bis zum nächsten Mal. Eure Sagi Night Owl. Ciao, ciao.